Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Hey meine Lieben. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen. Ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit. Wir sind jetzt auf dem Sprung, wie ihr seht. Ich habe jetzt am Vormittag nicht gebloggt, weil ich die Zeit genutzt habe, um zu arbeiten. Ich habe jetzt ein paar Mails endlich bearbeitet, die bin noch nicht fertig. Ich habe mich jetzt gerade an etwas erinnert, dass ich das noch nicht gemacht habe. Egal, auf jeden Fall habe ich ein bisschen zumindest gearbeitet und die Kinder warten schon. Wir gehen jetzt nämlich nochmal los. Wir waren gestern schon etwas für den Patrick kaufen. Der hat jetzt eine neue Schuhe bekommen, eine neue Frisur und noch ein paar Sachen. Und wir brauchen aber noch Hosen für den Patrick und für die Michelle. Jetzt habe ich Licht ausgeschalten. Deswegen machen wir uns jetzt gleich nochmal los. Und ja, die Kinder werden hier schon unruhig. Lolli, na komm. Ja? Lolli, die Sophie möchte auch einmal einen Lolli lecken. Na komm, Kinder, geh mal. Hey, hast du es am Boden geschmissen? Na, nicht so viel den Lolli geben. Sicher nichts für die Sophie. So, jetzt muss man Hände waschen. Warum ist denn das da? Oh, komm, geh mal Hände waschen, Lisa. Lisa, komm. Ich habe übrigens, schaut mal, hier im Badezimmer diese Treppe vom Ikea hergetan, extra für die Kinder. Die ist ja so ein bisschen versüfft, weil die Kinder da halt draufsteigen. Mit den Füßen, mit den Schuhen, wie es ihnen gerade passt. Und das ist ja immer praktisch, weil dann kann nämlich die Luisa hier rauf, um Hände zu waschen. Und die Lara auch, gell? So. So, Luisa, komm. Du machst auf. Komm, da. Tu mal so. Mund waschen. Ah, Michelle, ich glaube, dieses Kleid, was du für dich deine Schwester ausgesucht hast, ist nicht so geschickt. So, fertig. Mund wetten. Du fährst mich nicht mal. Ist dir wurscht, gell? So, fertig. Gemma? Gemma. Jetzt sind wir wieder mal im Primark. Wieder mal irgendwelche Sachen für den Urlaub kaufen. Ist dir kalt? Nein. Ey, sicher, sonst wirst du nicht da, du da stehen. Patrick ist da drüben. Ey, Patrick, habt ihr Patricks neue Frisur schon überhaupt gesehen? Patrick. Oh, Sam. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade eben nach Hause gekommen. Sorry. Ein bisschen mein Objektivschmutz. Ja, wir sind jetzt vom Einkaufen auf jeden Fall zurück vom Primark. Ey, was ist los? Und chillen ein bisschen im Garten, weil die Mäuse, die Kleinen, wollten jetzt hier schaukeln. Also die Lara zumindest. Und die Luisa wollte auch ein bisschen im Garten sein. Was ist denn? Das angießen. Du tust angießen. Warte, Patrick, kannst du uns nur das blaue Ding da umdrehen? Gehst du rüber? Ich mach mal Wasser an, ja? Du weißt doch, diese Wanne. So. Bist du schon dort, Lara? Mach schon an, ja? Doch wurscht. Ja, beeilt euch. Dreh es um, Patrick. Lara, ich mach's dabei kurz. Weil es schwer ist, so. Ja, du alte Oma.
Ja. Schaut mal, wie süß. Jetzt habe ich die Kamera hier stehen lassen, vergessen. Habe ich wahrscheinlich süßes Videomaterial, oder Patrick? Habe ich gar nicht so dran gedacht. Man muss schnell Hände waschen, weil ich jetzt schmutzig geworden bin. Geh mal kurz rein. Ich gehe kurz rein, ich zeige den Leuten, was wir beim Primark gekauft haben. Nur ein paar Kleinigkeiten, wir haben eigentlich schon für Kinderklamotten geshoppt. Ich habe dieses Jahr gar nichts geshoppt. Ich ziehe noch das alte Zeug an. Und ich glaube, die könnten Patrick, gell? Auf jeden Fall Badeschlappen. Kälschenkühlschrank? Nee, muss da unten rein. Ich habe mein Kokosöl gekauft. Ja, also auf jeden Fall Badeschlappen für Papa und Patrick. Ich und die Michelle und die Lara haben auch welche. Wir haben auch so vom Primark welche. Weiße. Tu die mal am Boden. Papa soll deins dann auch noch unten probieren. Bitte, bitte. Dann Butter. Auf jeden Fall, Michelle wollte so Shorts haben, eventuell zum Schlafen oder zum Strand gehen. Dann hat sie sich nochmal ein paar Shorts. Das sind genau dieselben, nur in Pink. Also selber Schnitt und so. Dann hat sie Michelle so einen Nackenroller mitgenommen für die Autofahrt. Dann noch eine kurze Hose für den Patrick. Dann noch eine Jeans, kurze Jeans für den Patrick. Und ich habe mir auch eine kurze Hose gekauft. So eine High-Waisted, super High-Waist. Ich habe sie gar nicht anprobiert, aber ich hoffe, dass sie passt. Und dann habe ich noch Hundehosen für die Lara. Boah, habe sie jetzt überhaupt was gegeben. Also wie ihr seht, nicht viel. Wir haben nur ein bisschen genau das, was wir gebraucht haben, geshoppt. Ja. Und jetzt warte ich nur mehr auf den Papa und dann gehe ich los. Heute ist Mama Time. Also Me-Time quasi. Ich treffe mich jetzt mit zwei Freundinnen in Wien. Wir gehen was essen am Rathausplatz. Wer schon mal in Wien war, weiß, dass jeden Sommer am Rathausplatz es wunderschön ist. Da sind immer so Sachen aufgestellt. So, also so, es ist immer was Besonderes. Jedes Jahr immer was anderes, aber immer zu Sommer, also zu jeder Jahreszeit ist was Besonderes so. Und im Sommer sind dann immer ganz viele Gastrostationen und da kann man echt gut essen. Von den besten Wiener Lokalen, die es gibt und alles auf einem Platz. Und da kann man halt überall hingehen und sich dort was zum Essen holen. Und das ist wirklich so ein schöner Flair im Sommer. Ich glaube, ich werde mir noch was anderes anziehen, irgendwas Schöneres vielleicht, nicht so Kind, nicht so Mama ist mit den Kindern unterwegs, sondern Mama ist alleine unterwegs. Mal schauen, schau mal kurz, bis der Papa kommt, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich könnte doch dieses eine Kleid anziehen, oder? Michi macht hier TikTok. Darf ich das nicht filmen? Okay, ich muss aber das auch noch runterwerfen. Aber ich muss jetzt den Slow-Mo. Mein kleines Teenie-Mädchen. Ja. Bist du mein Teenie-Mädchen? Soll ich so gehen? Besser aus, wenn ich so gehe? Schick aus, T-Shirt kann ich anlassen, oder? Ja. So. Mami, Mami. Das ziehe ich jetzt an. Ich habe das jetzt auch gestern schon angehabt. Und ich muss mir noch ein bisschen frisch machen. Das Einkaufen mit Kindern bringt einen ins Schwitzen. So, aber bevor die Mutti raus darf, muss ich nochmal Wäsche. Ich muss die Wäsche nochmal in den Trockner füllen.
Wäsche. Hi! Oh, oh, schaut mal, in welchem Auto ich sitze. Das ist unser neues Auto. Habe ich das auf YouTube schon überhaupt gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, nur auf Instagram. Wir haben ein neues Auto. Der Papa hat ein neues Auto. Und da der Papa jetzt nach Hause gekommen ist, fahre ich gleich mit seinem Auto los, weil seins kleiner ist. Wir haben wieder einen Opel. Opel Corsa. Und ich habe mir gedacht, ich nehme sein Auto, weil es kleiner ist und vielleicht finde ich da einen besseren Parkplatz. Warum wartet auf mich so, wie ich da vorbeifahre? Muss ich mal rückwärts zurückschieben bei uns. Schon ein anderes Gefühl, hey. Du hast schon recht, Papa, das ist schon ein anderes Gefühl. Ja, ja, ja. Tschüss. Hast du Bargeld? Ja, aber ich habe gar keins und dann muss ich abheben. Das ist so nervig. Schaut mal, der Papa ist da. Papa, gib mir Auto, gib mir Geld. 50 Euro? Ah, das ist zu viel, aber danke. Ich nehme aber, ich habe nichts. Na gut, dann nehme ich einen 20er zurück. Dankeschön. Danke. Pass auf meine Kinder auf. Tschüss. Ja. Du brauchst die. Ich habe diese Plakette auch nicht draufgeklebt, oder wie du stellst, weil die Polizei irgendwas sagt. Okay. Wieso hast du es nicht geklebt? Ich habe keine Zeit gehabt. Tschüss. Also, ich finde, der fährt sich schon cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, so ein kleines Auto, da bin ich schon so lange nicht mehr gefahren. Wir haben ja die letzten Jahre nur Kombi und jetzt das große Auto. Ein Siebensitzer und das ist für sich, fährt sich schon cool, so ein kleiner. Also ein kleines Auto. Oh, ich mag's. Ich mag's. Voll. Ah, im Fieber. Na gut, mein Lieben, ich konzentriere mich jetzt auf die Fahrt und ich melde mich dann einfach später. Ich bin schon in Wien angekommen und meine Freundinnen sind jetzt gerade auf Toilette. Und wir sind hier, kennt ihr? Rathausplatz. Hier ist im Winter immer so. Hier Christkindlmarkt und dann Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn. Und im Sommer ist ein Filmfestival, dann gibt es so geile Sachen zum Essen. Und ja, ich warte jetzt noch, bis die Damen aus der Toilette kommen. Ich muss nicht, deswegen. Zuerst wollte ich gehen, aber eigentlich muss ich gar nicht. Ihr wisst Bescheid, ich kann nicht mitvloggen, wenn sie dann kommen, weil die wollen ja nicht gefilmt werden und finden das. Ja, die wollen ihre Privatsphäre geschützt. Das sind so Freundinnen, die nie was auf Facebook posten. Oh, da kommt schon eine raus. Nee, ich habe nur gesagt, dass ich nicht vlogge. Ja, danke. Ich wurde schon gefragt, hast du denn gar keine Freunde? Nein, nein. Sie ist ganz allein. Meine ganzen Freundinnen wollen nicht gefilmt werden, weil ihre Privatsphäre schützen. Ja. Wo ist die? You are not alone. Ja gut, wir gehen. Sie kommt, also gut. Oh, noch eine Freundin? Oh mein Gott, sie hat sogar mehr als eine. OMG, sie ist doch nicht so uncool. Ach, da kommt sie. Also, bis später. Schaut mal, so schaut mein Essen aus. Ich hoffe, ihr hört mich. Es ist so laut hier, oh mein Gott. Wir haben jetzt so einen Stehplatz. Die Marina wartet hier noch auf ihr Essen. Und die
und unsere andere Freundin holt sich, glaube ich, ihr Essen noch. Kommt dann aber auch gleich her. Voll stressig schon mal für Leute. Das ist nur ein Teil davon, aber voll krass, voll schön. Also hat schon Flair auf jeden Fall, aber mit den Kindern würde ich da nie herkommen wollen. Also das wäre mir so stressig. Aber es ist schön, alleine so. Nur ich und ich muss mich um niemanden kümmern. Das ist schön. Mittlerweile schon dunkel bei uns und ich bin gerade nach Hause. Siehst du? Nein. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und werde mal raufgehen. Mal schauen, wer noch wach ist. Hey, Bibi, Bibi, bist du noch wach? Ja, hast du auf mich gewartet? Ja, hast du auf mich gewartet? Na komm, komm. Komm. Da brennt ja noch Licht. Patrick! Schaffi! Lisa! Komm! Oh, mein Baby! Oh, guck mal, wie schön.